Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 2. Heute werden wir mal schauen, was es mit dieser Voodoo-Puppe auf sich hat. Und ey, da ist ein Stein. Bevor ich wieder irgendwas mache, oben, Mitte, okay, da, da und da. Muss ich mir merken. Aber jetzt, Püppchen, eine Strohpuppe. Mit der können wir leider nichts machen. So, jetzt darf ich bestimmt wieder zurückdrehen. Falsches L. Und Pfeile nach unten. Dreh dich. Also das, das und das. Ich wusste es. Ich sehe, was einstige Leben. Ach, einstige Leben. Künftige Leben. Okay. Ein Feuerstein. Ein Feuerstein. Okay. Vielleicht hier irgendwie. Okay. Ah, Püppchen. Haha. Okay, sie brennt. Okay. Was? Hinter den Stangen ist eine Art Mechanismus, aber ich komme nicht an ihn heran. Hehe. Nein, ich. Och. So. Also dieser, ey, dieser Sandsack da hinten, der ist so offensichtlich. Ja. Okay. Weiter geht's. Ich bin stumpf wie mein Spiegelbild. Unsere Götter leben nicht hier. Dieser Weg bringt keine Erlösung. Dieser Weg ist nicht der meines Volkes. Jetzt muss ich mal ganz kurz nach oben gucken über die Monitore, denn da habe ich so ein wunderschönes Bild mit Thor Summer und einem kleinen Ausschnitt eines Songs oder eines Liedtextes. Es ist ein Liedtext, den die Wikinger früher gesungen haben. Und ich gucke mir gerade mal. Okay, bei mir ist alles groß geschrieben, hier allerdings auch. Es ist nicht die gleiche Schrift, okay. Denn ich habe das in nordischer Schrift auf der Leinwand stehen. Das ist definitiv nicht die gleiche Schrift. Ja. Was war das? Okay. Das kommt aber nicht da drauf, oder? Nee. Da muss auf jeden Fall irgendwas drauf, aber was? Kiste? Kiste?
Yo! Lol. Ich weiß, wo das hinkommt. Und zwar bei dem Häusel. Hahaha! Nee, ich hab da so eine Ahnung. Okay, ein Metallschädel. Und lass mich raten, der hat hinten Löcher. Den muss man zwei brechen. Irgendwie sind die Rätsel hier teilweise offensichtlich, teilweise, ja, ganz merkwürdig. Also, beziehungsweise, es heißt merkwürdig, teilweise sind sie offensichtlich, teilweise... Ja, auch schwierig. So. Entschuldigung. Nächstes Symbol und Epileptiker schauen bitte mal wieder weg. Das ist schlimm. Es tut mir leid, für die, die sich das nicht angucken können, aber das ist... Ja. Ich finde das auch nicht gerade schön. Im ersten Teil war das nicht so krass. Ja. Kapitel abgeschlossen. War ein kurzes Kapitel, was heißt kurzes Kapitel, war eine kurze Folge, würde ich sagen. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare, der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.